Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei MXGP. Wir sind bei Rennen 1 in Maggiore in Italien und ja, haben den vierten Platz, wenn ich mich nicht täusche, im Qualifying bekommen und wollen jetzt mal zusehen, dass wir diesen auch bestätigen können. Ja, wir ordnen uns natürlich auch links von unseren Konkurrenten ein und kommen dann hoffentlich als Erster aus der ersten Kurve raus. So, die Kurve, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau starten, an welcher Stelle das ist. Ich glaube, nach dem Zielsprung irgendwie. Wow, 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 wow. Ja, da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht im Sturz mit involviert sind. Und dritter Platz, den würde ich sonst auch nehmen, aber dann erwischen die uns doch noch. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt ordentlich das Tempo mitnehmen. Neunter aktuell, damit wir hier nochmal ein paar überholen. Das war jetzt doch wieder unkonventionell. Achter Platz, ah, ärgerlich. Da dachte ich, dass wir schon als Dritter da irgendwie durchkommen. Und dann wurden wir doch noch, ach du je, wurden wir doch noch berührt von hinten. Okay, ist nicht so dramatisch. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier einen nach dem anderen irgendwie überholen. Ach komm, da muss man einen doch auch nicht wirklich zurücksetzen. So viel abgekürzt wäre das jetzt auch nicht. So, Platz 9. Der Caro, den möchte ich ganz gerne jetzt hier nochmal überholen. So, siebter. So, und dann machen wir mal, starten wir mal hier unsere Aufholjagd. Ah, da vorne sind sie gestürzt. Das heißt, sechster Platz schon. Und hier kann man immer dann zumindest ein kleines bisschen abkürzen, aber da waren wir weit draußen. Aber Glück gehabt, dass wir hier am Zaun nicht stürzen. So, Platz 5. Haben wir jetzt immerhin schon 4 aufgeholt wieder. Und noch weitere 4 und dann sind wir ganz vorne. Ah, aufpassen. Meistens ist es immer der hintere, der angreift, der dann stürzt. So, oh, Herr Nagel ist auch hier weit, ganz schön weit vorne. Ah, das hat jetzt wieder gekostet. Ja, Maximilian Nagel hier auf Platz 3. Der wird leider dann auf Platz 4 fallen, wenn wir den überholt haben, aber das muss leider sein. So, und wir haben auch schon ungefähr die Hälfte des Rennens hinter uns. Ach, komm schon.
Ah, Kollege, was ist denn hier los? So, jetzt haben wir es aber geschafft, vorbeizugehen. Jetzt wollen wir uns auch den Maximilian Nagel dann zur Brust nehmen als nächstes. Und natürlich auch die beiden anderen davor. Oder vor allem die beiden anderen davor. Schon wieder nicht. Ich dachte, das geht diesmal. Also, das ist selbst, das ist noch zu weit abgekürzt, aber trotzdem, man kommt dann trotzdem so ein kleines bisschen ran, obwohl man zurückgesetzt wird. Das ist daran eigentlich dann auch noch okay. So, und den Nagel werden wir jetzt überholen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch die anderen beiden. Cairolia, ich bin auch zu... Cairoli heißt der. Nee, Cairola, ne? Nee. Cairoli, ich sag doch. Und der Desalé ist ganz vorne. So, den ersten haben wir. Und der Desalé fehlt noch. Und dann haben wir uns von Platz 9... aus der ersten Runde wieder zurückgearbeitet. Oh, da haben wir den nochmal mitgenommen hier. Glück gehabt, sonst wäre er jetzt weg. Oh, und der Desalé ist jetzt sogar auf Platz 3 gefallen. Der ist ein bisschen stinkig auf uns, denke ich. Und das ist schon die letzte Runde. Jawohl, also, und dann können wir vielleicht sogar nochmal eine Bestzeit fahren. 1:30:02. Nein, das hat nicht ganz geklappt. Aber es war trotzdem eine sehr gute Runde. Und der Sieg hier im ersten Rennen in Maggiore in Italien. Sehr schön. Ja, und auch sehr schön, dass Maximilian Nagel hier sich den dritten Platz geholt hat. Das gibt wichtige Punkte für ihn, dass er dann auch mal ein bisschen in der Gesamtwertung nach vorne kommt. Das freut uns natürlich auch sehr. Ja, und dann bleibt zu hoffen, dass das zweite Rennen ebenfalls gut wird. Das wird es dann morgen geben. Die Uhrzeiten kennt ihr ja zur Not. Guckt ihr einfach nochmal auf meinem Kanal, das Titelbild. Da sind ja alle Uhrzeiten von allen Spielen, die es gibt. Wann die rauskommen. Und ja, ich sag erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mit dem nächsten Rennen. Bis dann.